mich mal dein Trainer-Etui. Wie viele Orden hast du? 1, 2, 3. Boah, krass, du hast schon 7 Stück. Boah, hat ja nur 5 Monate gedauert. Boah, andere haben es besser wie du und waren schon vor 5 Monaten hier. Warum hast du so lange gebraucht? Ja. Danke, Diggi. Tut mir leid. Ich hatte noch andere Dinge zu tun. Sorry. Und außerdem musste ich das Spiel zweimal neu spielen, weil ich es nochmal neu spielen musste. Okay, reiz mir bitte nicht rein, danke. Es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher schaffen, sogar innerhalb von 5 Monaten, sogar innerhalb von einem Monat, aber du brauchst ja 5 Monate. Danke, drück's mir ruhig noch rein. Doch bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser reichen, sogar die, die pünktlich da waren und nicht 5 Monate später. Ja, ich hab's verstanden. Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß Pokémon-Kämpfen machen kann. Das haben die anderen, die 5 Monate früher da waren, nicht geschafft. Danke, drück's mir noch weiter rein. Ich glaube, hat der Typ das mit Absicht gemacht? Ich glaube schon. Hoffentlich töten wir. Bitte, 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 bitte. Hast du getötet? Ja! Nach gefühlt 8 Monaten ist es soweit. Wir gehen heute in die letzte Arena von Pokémon Strahlender Diamant. In die Arena von Sonne weg. Und nein, es sind nicht 8 Monate, es sind aber fast 6 Monate. Nice. Also, willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Und ich habe als kleine Vorbereitung Akiyama folgende Attacke beigebracht. Oder folgende Attacken. Nämlich Lawine und Erdbeben. Erdbeben, ich weiß nicht warum, aber Mamutel scheint von Natur aus kein Erdbeben erlernen zu können. Okay. Passiert. Sollte aber nicht passieren. Und ja. Ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert, so wie es funktionieren sollte. Und ich werde mit Akiyama und höchstwahrscheinlich Rinoku kämpfen, aber es kommen noch ein paar andere Pokémon. Witzigerweise nehme ich die Folge Stückchen, also zum zweiten Mal auf, was jetzt nicht so geilo ist, aber okay, sag mir mal, was du zu sagen hast. Die zukünftige Champ, lass mich mal dein Trainer-Etui sehen. Wie viele Orden hast du? 1, 2, 3, boah, krass, du hast schon 7 Stück, boah, hat ja nur 5 Monate gedauert, boah, andere haben es besser wie du und waren schon vor 5 Monaten hier, warum hast du so lange gebraucht? Ja, danke, Diggi. Tut mir leid, ich hatte noch andere Dinge zu tun, sorry. Und außerdem musste ich das Spiel zweimal neu spielen, weil ich es nochmal neu spielen musste. Hä? Okay, reiz mir bitte nicht rein, danke. Wer... Blöd. Jo, geil, du kannst die Arena-Leute hier besiegen, ist voll krass. Ja. Ich kann dich halt jetzt nur noch das letzte Mal beraten. Ist halt so, ne? Ja, viel Glück so in der Arena. Ja, der Arena-Leiter hat halt Elektro-Pokémon. Viel Glück. Du wirst das schon schaffen nach 5 Monaten. Danke. Drück's mir ruhig noch mal rein. Was war das gerade? Vollkommen weird. Genauso weird ist, dass OBS jetzt anscheinend doch ein bisschen rumspinnt. Keine Ahnung, was da los ist. Ich versuche da ein bisschen drauf zu achten, dass da nicht irgendwie sonderlich was Schlimmes bei passiert. Aber das erste Pokémon ist natürlich ein Pachirisu und ich befürchte,
dass diese Arena ähnlich wie die siebte Arena sein wird. Es nicht nur Elektro-Pokémon geben wird. Ja. Aber gut. Ich bin tatsächlich ziemlich froh, denn wir kommen endlich mal weiter, ohne dass was Schlimmes passiert. Ich hoffe es zumindest. Ich habe, ihr seht auch schon, ich habe das Outfit gewechselt. Ich habe jetzt ein völlig anderes Outfit drin und ich muss da ganz kurz mal was machen hier. Okay, irgendwas stimmt hier nicht, denn OBS zeigt mir an, dass der kodierungsüberlastet ist. Stimmt aber nicht. Ich spiele auf 30 FPS. Keine Ahnung, was da los ist, aber okay. Gut. Kommen wir nun zum Arena-Rätsel. Wie ihr schon gesehen habt, sind das solche Plattformen, dass wenn ihr auf so einen Schalter geht, dass die sich drehen. Ich mag dieses Arena-Rätsel sehr, denn es ist ein bisschen einfach und warum kommt hier ein Pantimos? Okay. Ja, machen wir mal einen Siegkraft. In der Hoffnung, dass es reicht. Ich befürchte aber nein. Wow. Ja, dieses Arena-Rätsel ist simpel gehalten, aber es hat auch schon so was ziemlich Cooles an sich, weil du dadurch merkst, dass es schon so ein bisschen rätsellastig ist, allerdings auch wiederum nicht rätsellastig ist und ich check's grad nicht. Kodierung überlastet, Digga. Nein, eben nicht. Was willst du von mir? Mann! Okay. Ja. Ich werde mal schauen, mit wem wir kämpfen. Die Pokémon, die wir kommen werden, werden wahrscheinlich jetzt keine Platin-Pokémon sein. Ich habe ja nach wie vor die Hoffnung, dass irgendwie Platin-Pokémon kommen. Aber ich glaube, die Hoffnung kann ich wirklich aufgeben, oder? Es werden keine Platin-Pokémon mehr kommen. Habe ich recht? Ja, höchstwahrscheinlich. Naja, egal. Was ich an dieser Arena sehr mag, sind diese Trainerkategorien. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum Gitarristen, weil sie passen irgendwie nicht wirklich in diese Arena rein. Es gibt aber in Schwarz und Weiß 2, also fünfte Generation, gibt es eine Arena, wo die ganz gut reinpassen, nämlich die Vapytro City Arena, die zweite Arena in Pokémon Schwarz und Weiß 2. Bei Mika. Mika ist ein Charakter, die sehr häufig auf Gesang agiert. Ähnlich wie Ness in Pokémon Schwert und Schild. Ja, der war ja auch so der Rocker. Ist sie genauso. Es gibt sogar Theorien, dass Ness und Mary sind ja verwandt. Und es gibt eine Theorie, dass Mika irgendwie die Mutter oder die andere Schwester sein soll. Keine Ahnung. Ob die Theorie wirklich stimmt? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber es wäre cool. Und Pikachu in der letzten Arena. Pikachu in der letzten Arena ist jetzt nicht bahnbrechend. Genauso wie noch ein Pikachu. Hab doch ein Raichu. Wir sind in der letzten Arena. Du bist auf Level 41. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich spare mir den Erdbeben und mache Eiszahn. Das wird hoffentlich gehen, okay. Statik. Ist das nicht bei physischer... Nee, bei Berührung. Bei Berührung. Aber warte mal.
Nee, passt schon. Stimmt. Eiszahn, ja, du greifst mit den Zähnen an, aber trotzdem. Das ist instant. Das hat nur eine 50%ige Chance, also... Weiß ja nicht, ob das so gut ist. Und ich musste jetzt gerade bei meinem Aufnahmeprogramm, bei OBS selber, musste ich das umändern, weil der anscheinend die 60 FPS nicht mehr aufnehmen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Der nimmt auf jeden Fall keine 60 FPS mehr auf. Ich weiß, wie gesagt, nicht, woran es liegt. Das ist halt so, da wo ich sage, nee, ist nicht so geil. Vielleicht liegt es auch daran, dass Outer City mit geöffnet ist, dass der keine 60 FPS mehr aufnimmt. Das Problem ist, ich hatte vorher auch schon Outer City mit drin und da hat er trotzdem 60 FPS aufgenommen. Also frage ich mich echt, wo da der Sinn ist und wow, krass. Der Codierer spinnt gerade völlig rum. Ich weiß nicht. Anscheinend habe ich OBS komplett zerstört. Ich weiß nicht. Hab so den Eindruck. Aber ja. Die Pokémon, die hier kommen, sind jetzt nicht so bahnbrechend. Ich meine, wir sind in der 4. Generation. Beziehungsweise in der 8. Generation. Allerdings, da es nur Pokémon bis zur 4. Gen gibt, müssen wir auf die 4. Generation gehen. Wir sind in der 4. Generation und die kommt größtenteils mit Raichu und Pikachu. Wow. Digga, wir sind in der 4. Generation. Wir sind in der 8. Arena. Es gibt ja wohl mehr Pokémon als Raichu und Pikachu. Nein. Wir sind nicht mehr in 1996, sondern in 22. Weil ich ja 5 Monate gebraucht habe, um hierher zu kommen. Okay. Ich glaube, im letzten Raum, in diesem Raum, war das Arena-Rätsel ein bisschen tricky, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Kommst du mir jetzt auch wieder mit dem Raichu? Wait, du bist ein Nass-Trainer. Und setz einen Kadabra ein. Was hat das mit Elektro zu tun? Aber ja, um nochmal auf das Outfit zu gehen, ich habe mir mit Absicht das Gengar-Outfit geholt, weil ich finde, es ist neben dieses Leder-Outfit das coolste Outfit. Ach ja, wichtig zu erwähnen, weil ich es ja gerade erwähnt habe mit den Outfits, ist, ihr könnt... Okay. ihr könnt das Platin-Outfit leider nicht mehr bekommen. Das ging nur noch bis zum 29.02. glaube ich. Oder bis 29.01. Ich glaube, bis zum Release von Legenden Arceus ging das. Gibt es jetzt auf jeden Fall nicht mehr, leider. Und sie kommt mir tatsächlich mit Raichu. Lol. Ja, ist halt passiert. Deswegen werde ich in der Liste auch kein Platin-Outfit mehr drin haben. Ich hoffe, man möge es mir verzeihen. Ich werde es eh nicht mehr tragen. Also von daher ist es nicht so schlimm. Aber somit hätten wir wenigstens ein Platin-Element gehabt. Statt gar keins. Jetzt haben wir gar keins. Haben die das eigentlich mit Absicht gemacht? So nur für eine gewisse Zeit. Im Übrigen auch das Manaphy-Ei. Das habe ich aber noch pünktlich abgeholt. Wobei ich glaube, beim Manaphy-Ei, das ging ein bisschen länger. Und da ist schon der gute Volkner. Stachel-Igel-Typ-Kopf. Lul. Aber ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, von diesen Gitarristen. Bald haben wir es tatsächlich geschafft, die 8. Arena ist ja bekanntermaßen die letzte. Ich hätte heilen sollen. Fuck. Ist ja bekanntermaßen die letzte. Danach kommt nur noch die Liga, beziehungsweise Siegesstraße.
gab es ja in Schwert und Schild nicht wirklich. Es gab so eine Bidifas, okay. Es gab so eine Art Siegesstraße, wobei man das nicht wirklich als Siegesstraße, sondern eher als Siegesroute sehen sollte. Ich bin gespannt, wie die Siegesstraße hier ist und ob sie Schwierigkeit reinbringt, weil wir sind zwar in der 8. Arena und Akiyama hat in etwa das Level der Pokémon hier in der Arena, aber trotzdem kann der größtenteils One-Hitten und ja, ich hoffe wirklich, dass sich auf dem Weg zur Liga oder gar in der Liga das nochmal ändern wird. Und ich sollte vielleicht nach dem Part ein paar Kumu-Milche holen. Molche, Milche. Milche, sagt man Milche oder Molche? Ich glaube Molche. Ja. Aber ich habe gehört, die Liga soll tatsächlich ziemlich schwer sein. Vor allem Champ. Der Champ soll auch ziemlich schwer sein. Bin gespannt, wie es laufen wird. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die letzten Trainer-Typ. War der Gesteinstahl? Ja, ne? Ich weiß nicht warum, aber bei Stalos habe ich immer das Gefühl, dass der Stahlboden ist. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil er Schaufler lernen kann. Also, oder weil es bei Onyx ist, weil der ist ja Gesteinboden. Aber nee, Stalos ist ja Stahlgestein. Also Stahl auf alle Fälle. Da hat ja dann einen der Typen gewechselt. Meditalis? Okay. Okay. Ja, Doki, mach du das mal. Auch wenn... Ne, warte. Ich wollte jetzt sagen, auch wenn die Psycho-Attacken dich treffen können. Nein, tun sie nicht. Du bist doch Unlicht. Lul. Ich glaube wirklich, für Meditalis ist Doki der beste Pick. Ja. Tools, okay. Okay, Donnerschlag. Alles klar. Ich bin gespannt, was Volkner für Pokémon einsetzt. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht Pokémon einsetzen wird, die er im Platin hat. In Platin hat er nämlich einen Illvoltek gehabt. Ich gehe davon aus, dass er das hier nicht haben wird. Genauso wie ich davon ausgehe, dass er nicht nur konstant Elektro-Pokémon einsetzt, sondern mindestens ein Pokémon, was nicht den entsprechenden Typ hat. Warum der Typ sich dann nach wie vor Elektro-Arena-Leiter nennt, weiß ich bis heute nicht, aber okay. Frieda hat ja auch nicht nur Eis-Pokémon gehabt. Und Boltaros... Nee, warte. Der 6. Arena-Leiter hatte doch Boltaros und Stalos und Bronzong, richtig? Naja, egal. Die letzten beiden Arenen sind komplett weird. So kann man's sagen. Nun denn, Herausforderer, es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher schaffen, sogar innerhalb von 5 Monaten, sogar innerhalb von einem Monat, aber du brauchst ja 5 Monate. Danke. Drück's mir ruhig noch rein. Doch bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser reichen. Sogar die, die pünktlich da waren und nicht 5 Monate später. Ja, ich hab's verstanden. Ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region, aber... Wie dem auch sei, lass uns die Sache ein für alle Mal hinter uns bringen. Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß Pokémon-Kämpfe machen kann. Das haben die anderen, die 5 Monate früher da waren, nicht geschafft. Danke. Drück's mir noch weiter rein. Ich glaube, hat der Typ das mit Absicht gemacht? Ich glaube schon. Er leadet mit einem Raichu. So. Und ich habe vergessen, Erdbeben
hochzuheilen. Wir werden wo... Bitte? Ja! Und eine Beere hat er auch noch. Ja. Läuft total fair. Aber warum kommt er mir mit Surfer? What the fuck? Seit wann kann Raichu Surfer lernen? Und ich wusste, dass er... ein Pokémon hat, was nicht den entsprechenden Typ hat. Bestimmt auch noch ein zweites. Safe. Ich meine, wir spielen die Remakes von Diamant und Perl. Von daher... waren die echt so? Aber Ampidiffel ist heftig. Gerade deswegen. Gerade deswegen. Ich find's aber gut, dass sie ihre Bären quasi verschwenden. Aber ich find's überhaupt gut, dass der Bären auf Bären zu greifen scheint statt Tränke. Wobei er kann trotzdem noch Top-Genesung einsetzen, was er wahrscheinlich bei seinem MVP einsetzen wird. Bei seinem Signature. Ampidiffel kann ich vielleicht noch verstehen, aber warum zur Hölle hast du ein Octillery? Bro! Wir sind hier nicht in der fünften Arena. Oder vierten Arena. Vierte. In Diamant und Perl. Wieso hast du ein Octillery? Bist ein bisschen falsch, Brudi. Geh mal weg. Schick dich wieder zu Marinus. Es läuft aber tatsächlich ziemlich gut. Jetzt müsste sein Signature kommen. Genau, Luxtra. Wie gesagt, sein Signature ist hier Luxtra und in Platin ist es Elevoltik. Schade, dass es kein Elevoltik ist. Schade, dass es kein Elevoltik ist. Beim Sprechen verschluckt. Das krieg auch nur ich hin. Oh. Fuck. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir sind ein Level drunter. Luxtra hat Bedroher. Kann somit meinen physischen Angriff senken. Erdbeben ist zwar sehr effektiv, bekommt 100 Schaden, hat 100 Schaden, also eine Stärke von 100. Bekommt dann nochmal den Step-Move, ist ein Step-Move mit, ich glaube, 25% Step-Bonus. Heißt, wir haben ungefähr eine Stärke von 120, ich glaube sogar 150. Ich kann es probieren. Ich hoffe, dass du killst. Und vor allem musst du schneller sein, was du nicht bist. Nein! Was macht denn nochmal Felsgrab? Ich glaube, Felsgrab sorgt dafür, dass der die Verteidigung gesenkt wird, richtig? Richtig? Initiative. Ja, Luxtra ist definitiv schneller als Rinoku. Oder auch nicht. Nee, normalerweise ist er schneller. Aber dank der Flinklaue kann er das vergessen. Oh, heilt er sich mit der Beere hoch? Okay. Ja. Two Hits. Ich hätte vielleicht auf Schwertanz gehen sollen. Dann hätte ich es vielleicht geschafft. Aber wir sind schneller und
hoffentlich töten wir. Bitte, 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 bitte. Hast du getötet? Ja! Lol! Er hat getötet. Hey, Rinoku, du bist der King. Wirklich, du bist super. Lichtschiff will ich nicht reinhaben, sorry. LOL! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Ich hab dich, glaube ich, ein bisschen zu unterschätzt, Rinoku. Ich bin stolz auf dich. LOL. Das war seit langem mal wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Auch wenn es 5 Monate gedauert hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du dein Team in Zukunft kämpfen werdet. Hier ist dein 8. Orden. Den hast du dir redlich verdient. Oh ja. Eigentlich hat ihn Rinoku verdient, aber okay. Ich hab ihn auch verdient. Nach 5 Monaten. Mit dem Lichtorden kannst du die Formelattacke Kaskade über dein Pocket verwenden. Diese brauchst du, um zur Pokémon-Liga zu gelangen. Jetzt, wo dir alle 8 Orden verliehen wurden, gehorchen dir alle Pokémon ausnahmslos. Ich bin stolz auf dich. Du hast es nach 5 Monaten endlich geschafft. Hier, du bekommst auch meine Sticker. Oh, und TM57. Voltwechsel, oder? Dann halt Ladestrahl. Ja, wenn die Attacke trifft, können sie den Spezialangriff des Anwenders erhöhen. Ist die Überlegung wert. Ich bedanke mich aber fürs Zusehen nach 5 Monaten. Endlich den letzten Orden. Danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's weiter Richtung Pokémon-Liga und was danach noch alles so auf uns zukommt. Liken, kommentieren, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Freunde von heute, schaltet wieder ein. Ciao, Leute.